Lage betrittst. Sich ungesehen auf feindlichem Gebiet zu bewegen, erfordert allerhöchste Raffinesse. Gut. Und damit, hallo liebe Leute, willkommen zum neuen Video von Assassin's Creed Valhalla. Schön, dass ihr mit dabei seid und Bock drauf habt. Ja, wir sind jetzt mit Yassim. Ne, Basim heißt er ja nicht, Yassim. Basim. Auf dem Weg zu Gorms Hütte, der sich ja hier in dem Reich von König Harald verkrochen hat, die dumme Sau. Jetzt habe ich hier meinen schönen Mantel angelegt. Und jetzt soll ich mich da reinschleichen. Ohne gesehen zu werden. Misstrauen. Was hast du dir gedacht? Trinkst Met auf leeren Magen. Du musst etwas essen, bevor du so viel säufst. Oh, Bug. Leerer Magen trinkt nicht gern. Ich hab noch etwas Lammbraten am Spieß. Kommst du? Hey! Jetzt stirbst du. Ein dreckiges, feiges Arsch bist du. Lass dich von den Finden nicht täuschen. Ja. Schreit dir die Lunge raus. Hat er wieder gut funktioniert. Hat ja gut funktioniert. Eivor, du feiges Stück Scheiße. Nimm deine Waffe und folge mir vor die Mauern. Lass Odin entscheiden, wer von uns überlebt. Du wagst es nicht, den Frieden des Königs zu brechen. Scheiß auf dich und dein Gerede von Göttern. Was sagst du jetzt? Ihr alle untersteht König Haralds Waffenruhe. Wer sie bricht, wird aus Alrekstadie verbannt. Ich mache keinen Ärger. Du wurdest ehrenlos in diese Welt geschissen, Gorm. Und wenn du gehst, endest du als Scheißhaufen in Hels tiefstem Abgrund. Kräh nur weiter, Eivor. Dann bist du ein leichteres Ziel. Sponk. Ja, das hat ja super toll funktioniert. Ich sollte schon begonnen haben. Ich muss Sigurd finden. Egal, jetzt hat er wenigstens einen Beweis. Ich habe an seinen Leuten ein Exempel statuiert. Also, wer weiß, was ihm blüht. Wie komme ich da rein in den Bums? Ah, hier. So. Mit dem Ding wird jetzt irgendwas passieren. Ach gut, ich komme so auch nicht rein. Ich kann durchs Feuer laufen. Oh, jetzt. Jetzt zeig ich was sagen. Geht da rein. Jetzt. Ja.
Sag mir, dass Gorm noch lebt. Es schmerzt mich, aber er lebt. Danke. Sein Tag wird kommen. Ach, Götter. Ich hasse lange Reden. Wenn du sie nicht selber hältst. Viele von euch kannten meinen Vater, Halfdan den Schwarzen. Ein großer Mann, der Großes erreicht hat. Halfdans Bein wurde bei unserem Tempel begraben. Seitdem wächst das Getreide viel höher. Bei uns haben sie seinen Arsch begraben und wir haben nichts als einen dreckigen Fluss. Ich träume von etwas Größerem. Königreich der Krieger. So viele, wie es noch nie gab. Vereint unter einem König. Einer Herrschaft. Wir vergossen zu viel Blut beim Kampf gegeneinander. Heute vereinen wir uns und richten unsere Klingen nach außen, um neue Lande zu erobern. Und wer könnte uns besser zum Ruhm führen als ich? Ich kämpfte schon vor meinem 10. Lebensjahr und führte das größte Heer, das Nordwege je sah. Doch man sagt, ein weiser König braucht ehrliche Ratgeber. Und so frage ich, wer von euch ist gegen diese neue Regelung? Ich bin nicht dein Feind, König Harald. Doch ich bin auch nicht dein Untertan. Morgen segeln wir zu grüneren Ufern. Und so wird mein Königreich zu deinem. Das betrübt mich, edler Hör. Und was sagt dein Weib dazu? Hat sie nicht genug davon, immer weiter westwärts zu hinken? Mein Gatte und ich sind uns einig, Herr. Gemeinsam hinken wir nicht, wir fliegen. Ich bin traurig, eine Frau mit deinem Gemüt zu verlieren, Yuffina. Doch ich hege keinen Groll. Mögen die Nornie euch Glück gewähren. Mein König, ich biete dir meine Axt und meinen Eid. Eiserner. Gorm Kjötvison, du wagst es, dein Gesicht in dieser Halle zu zeigen? Haben nicht König Styrbjörn und sein Sohn Sigurd unser Land von dir befreit? Der Rabenclan hat mich entehrt, großer König. Sie vergifteten meinen Vater Kjötvi. Sie machten eine Posse aus einem ehrenhaften Tod. Bakraut, du lügst! Warte, Eivor. Hab Geduld. Eine ernsthafte Anschuldigung, Gorm. Noch dazu eine falsche. Vater sterben. Eivor Wolfsmal. Du hast Kjötvi getötet. Dieser Mann hier beleidigte deinen Clan. Was soll ich mit ihm tun? Ächte ihn, Herr. Verbann ihn in die Wildnis, wo selbst ein Sklave ihn ungestraft töten könnte. Eine weise Entscheidung. Der Tod wäre zu gnädig. Gorm, von nun an heißt du Wurm und bist verbannt. Verlasse dieses Land vor dem nächsten Vollmond, sonst verfüttere ich dich an die Krähen. König Harald, darf ich sprechen? Ich bitte darum, König Styrbjörn. Mein Volk hält unser Land seit jenen Tagen, als Odin noch selbst unter uns wandelte. Mein Königreich ist bescheiden, doch wir haben es mit unserem Blut bezahlt. Unser Sieg über Kjötvi ist der Beweis, dass wir es nicht kampflos aufgeben. Alle hier haben Freunde, Brüder und Schwestern begraben. Söhne und Töchter. Ich, für meinen Teil, habe mehr als genug Tod gesehen. Wer will, soll an anderen Ufern Krieg suchen. Wenn König Harald Frieden bringt, dann beuge ich mit Freuden mein Knie vor ihm. Was? Was in Hels Namen tust du denn, Vater? Einen dauerhaften Frieden sichern, Sigurd. Die Tage sind vorbei. Davon hast du mir nichts gesagt. Kein Wort. Und ich werde keinen Titel aufgeben, der rechtmäßig mir gebührt. Dann geht der Krieg weiter. Männer sterben, Dörfer brennen, du dummer Junge. Das hier ist der einzige Weg zu wahrem Frieden. Du wirst als Trell sterben, du versoffenes Rind. Alleine und zahnlos auf einem Bett aus Stroh. Vergib meinem Sohn. Die Gefühle haben ihn übermannt. Ich nehme keinen Anstoß, Jarl Styrbjörn. Und ich danke dir für deine Treue. Es ist normal, den Wandel zu fürchten, sich zu wehren. Doch alles ändert sich und alles endet. Die Lektionen Ragnarök sind eindeutig. Wir sprechen uns bald wieder. Das war ein Hinterhalt, Herr. Wusstest du von Styrbjörns Plänen?
Seit einigen Tagen, ja. Aber ich drängte ihn nicht. Das war allein seine Entscheidung. Eivor, träumst du von einer glorreichen Zukunft? Ein Krieger wie du wäre ein Segen für meinen Clan. Mein Schicksal ist verknüpft mit dem meines Bruders. Wo Sigurd hingeht, folge ich. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Denn denen, die ich nicht verstehe, kann ich nicht trauen. Und Mangel an Vertrauen ertrage ich nicht. Ich bin keine Gefahr, König Harald. Meine Treue gilt meinem Bruder Sigurd. Und ich bin dir nicht übel gesinnt. Dann wisse, wenn ihr in Nordwege bleibt, müssen du und dein Bruder unter mir dienen. Ich lasse euch bis morgen Bedenkzeit. Nun legen wir das beiseite. Heute Nacht essen und trinken wir wie Götter und morgen erwachen wir in einem neuen Königreich. Markiert? Götter, er spritzt damit rum wie ein läufiger Welpe. Harald mag jung sein, aber er ist klug. Unterschätze ihn nicht. Er ist sehr schnell erwachsen geworden. Gut. Gorm ist weg. Sehr schön, ich konnte ihn zwar nicht töten, aber ich gebe ihm nochmal die Chance, nochmal auf zu erstehen. Vielleicht wird er dann noch mal ein bisschen besser, nicht so eine kleine Wurst, wie er jetzt ist. Er ist ja nur verbannt. Weil töten wir, wie König Harald sagt, er ist schon zu gnädig. Findest du gut, sprich mit ihm. Was führt dich hierher? Wenn du reden willst, komm näher. Wo sind wir denn? Warum quatscht der Typ mich jetzt hier so blöd an? Hast du Lack gesoffen, Alter? Hast du Lack gesoffen? Wie geht es dir, Heitam? Du hast einen harten Schlag überlebt. Oh, Heitam. Es heilt. Ich werde nie der Krieger sein, den Basim aus mir machen wollte, aber ich kann der Bruderschaft auf andere Weise helfen. Wirst du in den Süden zurückkehren, nun da Kyrt wie tot ist? Tatsächlich ziehen wir gen Westen. Basim ist ein unermüdlicher Kämpfer. Dann ruh dich aus, bevor ihr abreist. Verletzte tun sich nicht leicht auf dem offenen Meer. Natürlich. Danke. Heitam. Stimmt. Er hat den Voltia Kürtwir mit einem versteckten Klingenangriff töten, aber hat er nicht funktioniert. Ich wollte mal zu dem Tätowierer. Da gibt es da irgendwas Cooles. War der Hein oder nochmal? Irgendwo oberhalb. Ist er Schmied? Wie kann ich helfen? Weiß nicht. Was soll ich mit dem Haus? Ich möchte aber was kaufen. Wow, krieg ich nur einen Rundplatz, mehr nicht was. Neues Aussehen. Oh.
Ach verdammt, ich habe den Mantel jetzt verbessert, wollte ich gar nicht, wollte das Ding verbessern. Boing! Verbessert sich aber nix, außer den Ruhmplatz krieg. Aber das ist eigentlich ganz cool. Das habe ich damals bei Assassin's Creed 2 auch mal so richtig. Brauchst gefunden. Du sonst noch etwas? Nein. Nein, du bist jetzt erlöst. Und ich werde bereit sein, wenn du mich brauchst. Als man so langsam. Wie hieß die Stadt nochmal? In der die waren. Mit seinem Onkel Mario. Monteragioni, irgendwie sowas. Monteragioni. Irgendwie glaube ich sowas in der Toskana. So, wenn man, als man die nämlich da so langsam wieder aufgebaut hat, konnte man nämlich Geld Steuern eintreiben oder einsammeln. Da konnte man sich auch so richtig geile Sachen kaufen. Ja, weiß ich, aber irgendwo wollte ich jetzt gucken. Was wollte ich denn jetzt mal geguckt haben? Was wollte ich denn jetzt mal? Irgendwas wollte ich da jetzt geguckt haben. Ach ja, genau. Ach, so verbessere ich das. Ah, wo stehen 121 zu 111? 10 zu 25. Ich habe doch mehr als nur so eine Rune. Da kann ich keine Rune. Da kann ich auch eine Rune. Ey, guck, ich habe doch 5 Milliarden Runen. Oh. Oh. Ah. Oh. Waffenrune. Kann ich dir meine Axt gleich noch dran? Kritischer Schaden, Giftschaden, Eingriff, Attentatschaden. Giftschaden ist gut. Was soll ich die verbessern will, weil wir die haben? 70 und 30 Borne, wenn wir mehr sammeln, wa? Ah, so kann ich wenigstens das auch schon mal verbessern, ey. Aber gut, Sigurd. Sie Steuern fordern. Schon bald danach werden sie in unseren Häusern leben. Bitte deine Zunge, sie könnten dich hören. Dir doch egal. Wenn diese Arschlinge an unsere Tür klopfen, schneide ich ihnen ein paar neue Löcher. Was geht, Sven? Sven. Sven, ich möchte gerne ein neues Setu. Ja gut, dann halt nicht. Sünen, leite mich. Knock, knock. Ich bin's, Eivor. Öffne die Tür. Komm rein, aber sprich nicht so laut. Haralds Männer werden aufmerksam. Wo werden wir wohnen? Die Einheimischen werden sich wehren. Der Krieg wird niemals enden. Oder sie zwingen uns ihre christliche Lebensart auf. Ruhe, ihr alle! Nicht so, entspannt euch. Vor 2 Tagen befreiten wir das Land von Kjötvi und seinen Hunden. Und doch feiern wir heute nicht, sondern wir kauern unter einer Wolke der Furcht. Aber so muss es nicht sein. Wir sind nicht die Untertanen eines Kindkönigs, der uns mit Füßen tritt. Wir sind der Rabenclan. Unser Schicksal gehört uns. Wusstest du vom Treueschwur deines Vaters an Harald? Nein. Und daher brennt meine Wut heißer als die jedes anderen Mannes hier. Aber das treibt mich nicht in die Verzweiflung.
Wir können nicht in Nordwege bleiben. Nicht unter Haralds Stiefel. Nicht ohne neuen Krieg zu schüren. Also gehen wir voran. In neue Lande. Nach Englerland. In eine neue Heimat. Unser eigenes Königreich. Die Söhne von Ragnar Lodbrok sind bereits seit 8 Wintern in Englerland. Ist überhaupt noch Land übrig für einen Clan wie unseren? Mehr als genug, Weib. Von den 4 Königreichen Englerlands ist nur eines wirklich befriedet. Ich habe nicht vor, mich an Haralds Leine legen zu lassen. Mir gefällt die Idee. Unsere eigene Saga. Ich bin dabei. Wir brauchen Zeit und Ressourcen, um uns eine neue Heimat aufzubauen. Aber die Beute aus dem Sieg über Kjötvi sollte genügen. Nein, die gehört meinem Vater. Als gerechte Entschädigung. In Englerland müssen wir von vorne anfangen. Du willst, dass wir mit nichts in ein Land ziehen, das wir nicht kennen? Zu Menschen, die uns hassen? Kjötvis Schätze könnten uns den Weg sehr erleichtern, Sigurd. Ich besiegte ihn. Ich habe ein Anrecht auf diese Beute. Unser Abgang soll kein Angriff auf meinen Vater sein, sondern ein Neuanfang für uns selbst. Nein, wir nehmen mit. Wenn wir gehen, brauchen wir alle Hilfe, die wir kriegen können. Wir beanspruchen Kjötvis Beute für uns. Ich verabscheue Diebstahl. Aber wenn es das braucht, damit du meiner Sache folgst, akzeptiere ich. Styrbjörn wird durch den neuen König versorgt werden. Kjötvis Güter gehören uns. Dann auf nach Englerland, bevor die Nacht anbricht. Packt ein, was ihr braucht, aber nicht mehr. Und haltet den Mund. Das Letzte, was wir brauchen, ist die Aufmerksamkeit von Haralds Truppen. Ist so. Wie viel hast du gehört? Genug. Ein neuer Pfad hat sich gezeigt und deine Reise wird herausfordernd. Bist du nicht mit uns? Um meiner Mutter willen kann ich nicht. Doch unsere Fäden kreuzen sich noch vor dem letzten Tag. Bis dahin, leb wohl. Letzten Tag? Was für den letzten Tag? Auf geht's nach Englerland! Oder ins Frankenreich. Ich sprich mit Sigurd am Hafen. Aber wieso habe ich jetzt eigentlich die... Ich muss da auch nochmal hin hier, ne? Oder kann man nicht rein in die Kacke? Richtig dumm. Über eine Sperre. Und hier muss ich den Schlüssel. Na gut, aber das war da damals schon, dass ich den Schlüssel. Habe ich auch noch nicht gemacht, alle hier. Machen wir erstmal. Bevor ich nach England gehe, weiß ja nicht, wie oft man da jetzt hin und her switchen kann. Ich fände das besser. Sieht aber ganz cool aus eigentlich, sein blauen Mantel jetzt hier. Hochwertiger als vorher. Schilder hoch! Ja, hier so eine Power-Attacke. Ja. Aber wie ist das jetzt eigentlich? Gibt es hier irgendwas zum Runterspringen? Ah, Wasser. Englerland. Okay, ich kann auf jeden Fall nicht. Höher! Mal eben hier alles durchsuchen. Das ist ein altes verlassenes Häuschen. Wahrscheinlich nur wieder durchs Dach. Nö. Truhe plündern.
Kjötvis Befehle, Rikol, bereitet Varets Kind für die Sklavenhändler vor. Die anderen kannst du für dein Blutopfer nehmen, Kjötvi. Oh, danke. Hallo? Hallo? Muss die Kiste das erkloppen? Gut, so. Oh, wieder da, stimmt. Oh, Pony, beruhig dich. Richtiges Randale-Ross. Feindlich gesinnt. Diesen Wachen entgeht nichts. Ja. Ja, gut. Ja. Ich kann jemanden rechnen, wo du gerade trinkst. Du Fritte. Ach, es ist doch nur sogar da unten. Ja. Hallo? Hallo? Oh, Schiff. Hallo, geh da hoch. Warum tauchst du nicht auf? Bist du denn komplett blöd? Hä? Wo geht er denn hier, aber da vorne? Ein bisschen abstreifen und schon ist einem wieder warm. Wieso kannst du dich da nicht festhalten? Was soll der Tönnef? Hm, halt so. Ja, und? Mach mal anders. Oh, du bist so eine Kartoffel. So backen tut er auf jeden Fall richtig hart. Was soll ich denn da hochkommen, verdammt Dachs? Kletter! Los! Junge, was machst du da für einen Blödsinn? Wenn's so einfach ist. Ja. Genau so machen wir das. Oh. Aha. Hab nicht gesehen. Ich auf die Leiter schießen können. Boom. Kohlebarren. Nein. Oder was haben wir da? Wie komme ich denn da jetzt so hin? Da habe ich gar keine Lust drauf. Hier müssen wir noch mal hingehen, überall. Ist alles so weit. Puh.
Na ja, gut, so liebe Leute, ich muss sagen, dann bin ich auch mal hier vorher das Video. Schön, dass ihr mit dabei wart und Bock drauf hattet. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Und schreibt mir was Nettes in die Kommentare. Boah, ist das hell. Eieiei. Ja, und dann im nächsten Video werden wir dann mit Sigurd sprechen und dann wahrscheinlich nach England reisen. Theoretisch. Falls dann nicht wieder irgendwas zwischenkommt. Den ganzen Quatsch, den kann ich auch irgendwie verkaufen, ne? Da fahren wir. Hä? Noch neu. Die dämliche Rune hier. Ne, mit der mir schon ziemlich hart kacke. Ja, und dann mal sehen, ne, was wir so in England erwartet. Oder was uns in England erwarten wird. Erwartet. Gemetzel, kein Gemetzel, der erste große Krieg oder so hat. Mal gucken. Ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann seid gerne auf jeden Fall mit dabei. Mir würde ich sehr drüber freuen, wäre ich ganz geil. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt auch immer noch einen schönen Tag. Bis dahin und schön mit.